Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Walking Dead, The Final Season. Ja, wir befinden uns hier in diesem Internat und sind jetzt natürlich erstmal auf der Suche nach AJ. Hier ist Schluss. Wo kommt die Musik her? Ich gehe stark davon aus, von dort oben, wo das Licht herkommt. Das heißt ja nicht umsonst, gehe ins Licht, wenn du... Du kleiner Mistkerl! Hey! Hey! Bist du auch endlich wach? Der Knirps hat mich gebissen! Er hat Glück, dass ich ihm keins übergebraten habe. Hat fast ein Stück abgebissen. Es tut verdammt weh. Okay. Tut mir leid. Er spielt manchmal verrückt, hat eine Menge durchgemacht. Ja, haben wir alle. Und wir fangen trotzdem nicht an, euch zu beißen. Der Junge soll mal Respekt lernen. Das sah aber wirklich böse aus. AJ, was ist denn mit dir los? Wo ist sie jetzt? Aber die Musik kommt doch von da, oder nicht? Ne, die kommt doch von da hinten. Okay, was ist denn, wenn wir versuchen hochzurennen? Erstmal gucken, was hier hinten ist. Schade, ich dachte vielleicht irgendwas versteckt ist oder so. Was ist, wenn wir hochgehen? Nein. Die Musik scheint aus diesem Stockwerk zu kommen. Okay. Clementine hindert uns quasi selbst daran, nicht zu schnell zu weit im Spiel voranzuschreiten. Clem! Dir geht's gut! Ich hatte Angst, du... Dir scheint es ja ganz gut zu gehen. Hattest du Angst? Das kannst du mir glauben. Aber, AJ, hör mir zu. Das Mädchen sagt, du hättest sie gebissen. Stimmt das? Na? Du darfst sowas nicht, Kleiner. Die haben uns geholfen. Tut mir leid. Sie hat sich angeschlichen. Egal, hör auf zu beißen. Kein Beißen mehr. Nachher wird er noch für einen Beißer gehalten. Du bist doch nicht tot. Gut. Hab auf deinen Kleinen aufgepasst. Ich heiße AJ. Wie bitte? Ich hab auf AJ aufgepasst. Danke, weiß ich zu schätzen. Kein Problem. Naja, nicht kein Problem. Er war etwas anstrengend. Aber ich hatte noch Glück, im Gegensatz zu Ruby. AJ mag es nicht, wenn sich Leute anschleichen. Mach das niemals. Geht klar, kleiner Mann. Aber zum Glück konnte ich ihn mit meiner wunderschönen Musik beruhigen. Ich bin Louis. Clementine. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Marlon hat eure Tasche hier gelassen. Keine Sorge, ich mach schon. Also spielen kann er doch. Es liegt wahrscheinlich nur daran, dass der Flügel total verstimmt ist. Wir haben sogar unsere Waffen dort gelassen. Pass auf, weiß er auch, was das ist? Ist dreckig. Mach sie sauber. Später vielleicht. Rein da. Wo sie hingehört. Hältst du das für eine gute Idee? Das Ding ist größer als er. Ist die Waffe geladen? Ja. Oh, gut. Er hat sich mein Vertrauen verdient. Der Knirps? Ein Knirps, der schießen kann. Naja, macht wie ihr denkt. Kennst du noch andere Lieder? Tja, eins noch, aber du bist bewaffnet. Oh,
Oh mein Gott. Ich liebe das Lied. Wie gefällt es dir, AJ? Naja, es ist laut. Stimmt. Laut ist schlecht. Nicht immer. Drück diese Taste. Na komm. Einfach die hier. Ah, komm, Kleiner, trau dich. Trau dich, AJ. Drück ruhig. Jetzt drück die hier. Und die da. Ein Naturtalent. Hey! Hast du Rosie gesehen? Nein. Scheiße. Wir haben da draußen ein kleines Problem. Ich frag nur ungern, du bist ja noch neu hier, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Hast du Lust, ein paar Beißer zu erledigen? Du auch, Louis. Hol deine Ausrüstung. Ah, okay. Die Arbeit ruft. Rosie! Wo zum Teufel ist sie? Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, naja, eine Explosion oder ein Autounfall. Wei. Was? Ich sag's ja nur. Irgendeine Erklärung muss es geben. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Clementine. Ja, ich weiß. Der Kleine redet ununterbrochen von dir. Hallo, Clementine. Ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen! Dann los! Seid draußen vorsichtig. Ignorier Violet hier. Fix deinem ans Herz. Wirklich. Ach das? Das ist ein Stuhlbein. Ich nenne es Holzi. Oh Gott. Erinnert ein bisschen entfernt an Lucille. Claire, ich will helfen. Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Dann lass uns mal ein bisschen aufräumen. Nice shot. Ja klar, dass auf uns wieder zwei Stück zukommen. So, einmal. Danke. Hinter dir. Oh. So geht man mit einem Beißer um. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Müssen wir die einsetzen? Oh, 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 der andere kommt gerade ziemlich nah. Ich will die gar nicht einsetzen, solange ich nicht muss. Komm, einmal vielleicht. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen. Okay. Alter. So, wo ist der andere? Da hinten. Oh, oh, es sind wieder zwei.
Gutes Timing. Sehr viel länger können wir sie nicht abwehren. Allerdings, wo kommen all die Beißer bloß her? Wir reden darüber, wenn wir sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzüglern. Kommt, Leute, wir arbeiten zusammen. Weißt du, du bist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Oh, danke. Geben wir ihnen den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Beißer zur Schule locken. Nein, nein! Wer ist das? Alter! Braves Hündchen? Braver Hund! Shh, hey, hey! Ist doch gut, ist doch gut. Ihr freundet euch langsam an, Rosie und du. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Sie ist echt knuddelig. Außer, wenn sie Beißer in Stücke reißt. Der Beißer kam aus dem Nichts. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Oh, ich bin am Verhungern. Nicht nur du. Wie war's da draußen? Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen. Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab's später gesagt. Ah, du hast es geschafft. Der Auftritt hat eine 2+ verdient, Y. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2-. Aber Clem hier, eine solide 1. 1+. Sei nicht eifersüchtig, Y. Steh drüber. Du warst eine Wucht, Violet. 1A. Ich weiß. Ihr seid beide irre. Wir werden versuchen, uns mit so vielen wie möglich gut zu stellen. Oh, Hundi! Hundi! Die sind echt gut, was die Monster angeht. Hey Leute, das Essen ist fast... Oh! AJ! Alter! Der Kleine kann wirklich zuhauen. Hm? Ach, du bist hart im Nehmen, du kannst das ab. Er ist doch nur ein Kind. Aha, ein Kind mit einem fiesen Haken. Hör mal, er kann Leute nicht in die... Du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Hey. Hey. Was guckst du dir da an? Was macht der Vogel da? Das ist eklig. Er soll aufhören. Der Vogel ist eine Krähe. Ich habe gelernt, dass Krähen Aasfresser sind. Kannst du das sagen? Aasfresser. 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 Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie nicht wie wir jagen. Sie fressen nur, was schon tot ist. Hm. Aasfresser sind eklig. Allerdings. Aber auch hilfreich. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlin. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Doch. Ich kann es spüren. Glaub mir. Sie kennen dich nicht, AJ. Wenn sie dich erst kennen, mögen sie dich sicher so sehr, wie ich dich mag. Ich weiß nicht. Marlin war total wütend. Und das Mädchen hat mich angeschrien. Ich habe Angst vor ihnen. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen.
Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also entschuldigen wir uns bei Marlin. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Komm schon, Kleiner, wie würdest du dich fühlen, wenn dir jemand zuerst fast ein Stück Arm ausreißt und dich dann in die Nüsse tritt? Komm, wir entschuldigen uns erst bei ihr. Da ist das Mädchen, das ich gebissen habe. Ja, willst du mit ihr reden? Um mich zu entschuldigen? Ja. Sie macht mir Angst. Sie ist immer wütend. Du schaffst das. Mach es so. Sag ihr, warum du es getan hast. Wegen meinem Problem? Ja, du musst dich deshalb nicht schämen. Sei einfach ehrlich. Komm schon, AJ, du schaffst das. Ja? Tut mir leid mit dem Beißen. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst und es tut mir leid. Ich hoffe, dein Finger ist okay. Ach, Zwerg. Ist schon okay. Wir alle spielen etwas verrückt, wenn wir Angst haben. Danke, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Geschafft! Das hast du. Ruby akzeptierte AJs Entschuldigung. Och, guck mal. Und schon traut er sich, neben sie zu setzen. Oder muss er mal auf die Toilette? Ach nein, er wärmt sich die Finger. Okay, alles klar. So, zu wem gehen wir als nächstes? Da hinten ist Marlin. Jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nicht Marvin sage. Was haben wir hier? Oh. Betrachte Kellertür. Wahrscheinlich. Was wohl da unten ist? Ich sollte vor dem Essen Freunde gewinnen. Das werden wir mit Sicherheit noch früh genug erfahren. Ich habe so eine leise Vermutung. Rede mit Mitch und Willy. Hey. Hey, du bist neu. Bin ich. Ich schnitze eine Waffe. Ja, das sehe ich. Das machst du gut. Gefällt dir das, Kleiner? Willst du was Cooles sehen? Ich will es sehen. Cool, was? So poliert man Monstern die Fresse. Monstern die Fresse polieren? Ja. Der Kleine hat Fresse gesagt. Du doch auch. Mitch und Willy finden AJ ulkig. Ist das jetzt positiv oder negativ? Ich weiß noch nicht so recht. So, ist hier hinten irgendwas Interessantes? Nein. Betrachte Barrikade. Hier geht's nicht weiter. Die wollten wohl nicht, dass man hier durchgeht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat Marlin sich da... Marlin hat sich da verewigt. Stay strong. Hi. We're all that's left. Was? It's up. Okay, konnte man leider... Kann man leider nicht komplett lesen. So... Ach, guck mal, hier haben wir das Blumen. Das passt gut in unser Zimmer. Jetzt fangen wir schon an, unser Zimmer zu dekorieren. Alles klar. Huch, was war das? Voll der Kameraswitch jetzt gerade. Vielleicht können wir die Blume auch irgendjemandem schenken. Ja. Es riecht nach Rosmarin, Zitronengras und Beutelrattenfleisch. Wenn frisches Beutelrattenfleisch gerade nicht verfügbar ist, sind Eichhörnchen, Stinktiere oder Wühlmäuse ein guter Ersatz. Aber nichts geht über Beutelrattenfleisch. Jeder Biss ist ein Erlebnis. Stu mit Lou ist gleich wieder zurück. Bitte hör auf. Ich kann nicht. Echt nicht. Hey Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon, Omar der Koch. Hallo und nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Man hat die Wahl, essen oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn's soweit ist. Das ist nett.
Bisher ist das ja alles sehr, sehr herzlich hier, ne? Aber wie wir alle wissen, ist bei The Walking Dead nichts so oder nicht vieles so, wie es den ersten Anschein nach wirkt. Hallo? Hallo? Ach, hallo, ihr seid's. Clementine, nicht wahr? Ja, du bist Azim. Was schreibst du denn? Was heute geschehen ist. Ich halte alles fest. Wie in einem Tagebuch? Ich betrachte es eher als Historie. Die, die nicht aus der Vergangenheit lernen und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlin zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Das neue Mädchen hat den Jägern bei der Rückkehr geholfen. Sie hat... Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Gib es her. Das ist nicht nett, AJ. Es lag doch hier. Na und? Na, es lag doch hier. AJ, gib es ihm zurück. Okay. Danke. Dieses Ding ist die einzige Möglichkeit, mal ungestört zu sein. Das muss ich mir erhalten, versteht ihr? Ich muss das bis zum Abendessen beenden. Tja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Ciao. Das war unhöflich, aber nach der Aktion von AJ kann ich das mehr oder weniger verstehen. Das ist ein richtiger kleiner Satansbraten, Dick. Ja, also Benehmen ist nicht gerade so seine Stärke. Hey Leute. Was ist das? Unser Friedhof. Ihr habt es noch nicht aufgegeben? Naja, nicht ganz. Wer ist hier begraben? Eigentlich niemand. Hier haben wir die Sachen von Tens Schwestern vergraben. Minnie und Sophie. Zwillinge. Wir haben sie vor etwa einem Jahr verloren. Wir ehren sie. Sollten wir das auch tun? Vielleicht? Ja, das wäre wirklich nett, AJ. Komm. Und wir haben doch auch schon Blumen gefunden. Danke. Violet und Ten sind froh, dass AJ sie respektiert. Clem? Ja? Ich kann jetzt mit Marlin reden. Okay. Nochmal ganz kurz umgucken, ob wir auch nichts vergessen haben. Ich würde gerne nochmal zurückgehen und mir das Ganze genauer anschauen. Und hier haben wir wieder eine Alpha-Wand. Alles klar. Hab schon verstanden, Spiel. Ich bummel wieder rum. Das finde ich übrigens auch ziemlich cool gemacht, dass ja, gerade Hintergründe so ein bisschen ausgegraut sind und ausgeschwärzt sind. Das hat so ein bisschen Style wie ja, wie der Comic von The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt, aber müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, falls noch nicht getan. Clementine, nicht wahr? Ich bin Brody. Er ist ein süßer, kleiner Kerl. Da draußen gibt es nicht mehr viel, was süß ist. Ich hatte nur Glück. Er ist von Natur aus gut. Von Natur aus gut? Das ist selten. Entschuldigung fürs Hauen. Können wir bitte hier bleiben und Abendessen und nicht draußen in den Wald gehen und von Monstern gefressen werden? Halb so wild, Kleiner. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mir deine Schlagtechnik beibringst. Hast ganz schön Wumms. Hey Clem! AJ! Essen ist fertig! Ihr habt euch doch euer Abendessen verdient.
Meine Damen und Herren, das Essen ist serviert. Danke. Wow. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt was Warmes gegessen haben. Das ist echt lecker. Scheint so. Also wirklich. Ach komm. Was hast du bloß für Manieren, AJ? Gute Nacht. Gute Nacht. Clem. Tut mir leid, Kleiner. Sie haben sicher so viel gegeben, wie sie konnten. AJ, hey. Ich bin satt, Kleiner. Du kannst es haben. Wirklich? Claro. Ich bin fertig. Mhm, ich auch. Und jetzt? Hör zu. Es wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott. Gute Nacht. Violet, es ist soweit. Welches Spiel spielen wir heute, Lou? Krieg. Das älteste Spiel, das es gibt. Es wird von Mensch und Tier gespielt. Das einzige Spiel, was zählt. Okay. Klingt spaßig. Wie spielt man? Es ist simpel. Jeder bekommt einen Stapel Karten, jeder dreht eine um, die höchste Karte siegt. Und der Sieger darf Claire eine Frage stellen. Und was ist, wenn ich gewinne? Ich will euch kennenlernen. Wir alle wollen es. Und wenn ich gewinne? Ja. Dann kannst du uns was fragen. Das ist fair. Moment, was ist mit AJ? Wo ist er übrigens? Er hat wohl einen Freund gefunden. Komm schon, für eine Runde kannst du mal die Augen von ihm abwenden. Eine kleine Pause schadet euch beiden sicher nicht. Ja, vielleicht. Er hatte nie jemanden in seinem Alter. Er musste erwachsen werden, bevor er Kind sein konnte. Gut, dass er sich wieder wie ein Junge benehmen kann. Louis, legst du los? Ups. Gut gemacht. Wegen AJ. Wo sind AJs Eltern? Ihr zwei seht nicht verwandt aus. Was ist passiert? Wir sind ehrlich. Sie sind tot. Sie waren gute Leute. Meistens. Das ergibt Sinn. Er ist ja auch gut. Meistens. Wir sind dran. Hey, ich hab gewonnen. Hey, stimmt. Also, was willst du wissen? Marlons Frisur, schlimmste erlebte Verletzung. Habt ihr jemand Berühmtes betroffen? Das ekligste, das ihr gegessen habt. Marlons Frisur, ja, die ist wirklich, das müsste man wirklich mal ansprechen. Habt ihr jemand Berühmtes getroffen? Das sind alles so nebensächliche Fragen, oder? Das ist jetzt nichts, wo wir wirklich Informationen rausziehen können. Habt ihr mal jemand Berühmtes getroffen? Nein. Schade. Man hätte gedacht, dass mal irgendwo ein Filmstar aufkreuzt. Sie hatten Geld ohne Ende. Die leben wahrscheinlich in einem Bunker mit Butlern und Wasserbetten und so. Kann sein. Ich habe mal einen ehemaligen Baseballspieler getroffen. Ein Profi. Das ist cool. Früher habe ich Baseball geliebt. War er gut? Keine Ahnung. Aber er konnte mit einem Schläger umgehen. Baseball ist scheiße. Du bist scheiße. Nicht so scheiße wie Baseball. Okay. Ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Los, raus damit. Also, hattest du mal einen Freund? Ach, du meine Güte. Was? Es kommt vor. Es ist eine gute Frage. Du kannst mich fragen, ob ich eine Freundin hatte. Ich hatte noch keine. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Erwartet. Da war mal ein Junge. Und? Und wir waren Freunde. Nur Freunde?
Nur Freunde. Ganz platonisch? Ah komm, wir spielen mal mit. Ich weiß nicht, was es war. Aber ich hatte Gefühle für ihn. Vielleicht nicht wirklich Liebe, aber etwas. Ah, gewonnen. Also, Clem. Du kannst nicht immer allein gewesen sein. Wer hat sich um dich gekümmert? Familie? Wer anders? Das war Lee. Lee war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man überlebt. Was hat er dir beigebracht? Viele Sachen. Was war das Wichtigste? Wie man sich verabschiedet. Wieder gewonnen. Stimmt, hast du. Schieß los. Ja, und bevor wir diese Frage allerdings stellen, ja, beenden wir die Folge für heute. Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao.